Kann jemand bitte für die passende Beleuchtung sorgen? Im Juli 1997 waren drei normale Kinder aus unserer Stadt auf dem Weg nach Hause von einem allnächtigen Schwimmwettbewerb. Sie beschlossen, die Abkürzung durch den Vergnügungspark zu nehmen. Also sprangen sie über den Zaun. Die drei hatten zwar die Gerüchte gehört, aber sie waren viel zu intelligent, um daran zu glauben. An das Phantom vom Retroland. Jeder in der Stadt weiß von dem Phantom. Es trägt ein langes schwarzes Cape und sein rechtes Bein besteht aus einer Salami. Es wandert durch den Park, wenn es dunkel ist und sucht nach Opfern, die es essen kann. Hier ist eine Zeichnung, damit ihr wisst, wie es aussieht. Keines seiner Opfer wurde je wieder gesehen. Und das war mein Geschichtsreferat.